Herzlich willkommen zu SteamWorld Heist 2. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe den ersten Teil nämlich auf der Switch durchgespielt und hatte eine großartige Zeit. Jetzt gibt es den zweiten Teil und der ist wahrscheinlich noch größer, besser, schwieriger, bunter, lauter. Wir fangen einfach mal an. Wir machen Schwierigkeitsgrad. Ja, wir sind schon erfahren. Wir können natürlich direkt, aber wir machen einfach mal so, wie das Spiel das will. Wir fangen mal hiermit an. Wobei ich natürlich auch... Ach. Wir machen erstmal. Wir können es vielleicht ja immer noch schwieriger machen. Gucken wir erstmal rein. Ah, the great sea. Serenely orbiting the core of the shattered earth. But don't be fooled by that peaceful glimmer. There is a crisis brewing. A water crisis. Mysteriously. This most vital commodity is going bad, corroding metal limbs and mechanical hearts alike. Scarcity is inevitably followed by strife. Already the Royal Navy is enforcing strict control over resources. The tenuous peace secured in the Age of Heroes hangs in balance. And as hardship spreads on the tide, tensions are rising to a boiling point. It would take only a small spark to set it all off. However, these issues are not what's bothering Captain Quincy Leeway. With his submarine confiscated by the Royal Navy, the weight of unmet expectations press heavily upon him. Yet word of where his precious vessel is being held could mean a shot at redemption. So, bottling his self-doubt, he heads out to gather his ragtag but loyal crew. Together they must reclaim his ship. And after that, adventure out onto the high seas, and for our good captain, a second chance at living up to his legacy. And perhaps even a place among the heroes of Steam World Legend. Soweit die Einführung. Captain Leeway! Im ersten Teil war es übrigens ein Raumschiff, da ist man da durchs All geflogen. Jetzt ist es offensichtlich ein U-Boot. Babadab, so, das, wie funktioniert das? So, wie funktioniert das? Genau, ihr habt es gerade schon gesehen. Wie bei allen anderen so Taktik-Spielen auch gibt es Bewegungspunkte und Aktionspunkte. Und ihr könnt dann euch Deckung begeben und könnt dann Aktionen ausführen, wie zum Beispiel schießen. Ja, machen wir das doch. Da sehen wir es auch nochmal. Du hast zwei Aktionen pro Zug. Nutze diese, um dich zu bewegen, anzugreifen oder Fähigkeiten zu aktivieren. Wenn du schießt, endet dein Zug sofort. So, jetzt. Jetzt wollen wir angreifen. Genau. Und das, so, jetzt sehen wir hier schon diesen. Dieses Sniper Rifle hat halt so einen Laser verbaut. Und da sieht man die Flugbahn des Projektils. Und das wird später, wenn wir gegen Feinde kämpfen, noch sehr geil. Weil da kann man da sozusagen um Ecken schießen. Also wenn jetzt als Beispiel hinter der Kiste würde jetzt ein Feind sein, dann könnte ich mit dieser Waffe jetzt da oben schießen, da oben gegen schießen. Und dann würde die von oben auf ihn runterfallen. Das mal so als taktische Variante. Aber jetzt wollen wir erstmal den Knopf hier. So. Ah, da kommt schon so ein Schweinemann. Ha, lol, ist exakt die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Siehst du, der will mich festnehmen. Ne. So, klar. Jetzt gehen wir natürlich hier in Deckung. Da sehen wir das. Hier ist auch so ein Schild. Das heißt, hier haben wir volle Deckung. Hier müssten wir... Also der muss eigentlich halbe Deckung haben. Aber hier haben wir volle Deckung. Gehen wir mal zurück. Ich weiß gar nicht, was der jetzt von mir will. Ich mache einfach mal nach Instinkt so. Und... Jetzt müssen wir auch noch die Waffe nachladen, weil wir einmal geschossen haben. Jetzt ist er dran.
trifft mich nicht, weil er schlecht ist. Und jetzt sind wir dran. So, sie hat ein Scharfschützengewehr. Hohe Schaden, Ziellinie. Okay. So. Jetzt wollen wir mal schießen. Und machen das jetzt mal. Ja, wir könnten sogar so direkt in seinen Kopf treffen. Oder wir können so machen. Muss eigentlich beides den gleichen Schaden geben. Aber wenn wir direkte Feuerlinie haben, dann machen wir es natürlich so. Er trifft mich nicht, weil er sehr schlecht ist. So, wir müssen jetzt nachladen. Und jetzt können wir aber das Ganze beenden hier. Sehr gut gespielt von uns. Und zurück. Ich kann die nicht looten oder so, leider. Kein Loot. Das ist der nächste Schurke. Walk, walk heißt stehen bleiben. Das ist uns aber egal. So, sprinten. Ja, alle. Also, wir gehen bis hier, sind wir in Deckung. Genau, verbrauchen alle unsere Aktionspunkte. Haha, er ist sehr schlecht. Oh, wir können die aufwerten. Das wusste ich gar nicht. Kraftschuss. Und plus 1. Ah ja. So, warte. Das wäre zack. Kraftschuss, ja. 4 Züge Abklingzeit. Okay. Und jetzt treffen wir ihn auch wieder direkt, wenn wir wollen. Er hat 3 Lebenspunkte. Zack, tschüss. Einfach sehr gut. Einfach sehr gut gespielt. Noch so eine. Oh, 3 direkt. Oh. Habe ich eine Granate? Weiß ich gar nicht. Ah, ein guter Freund. Wesley erscheint zur Rettung. Hallo Wesley. So, jetzt können wir einmal auf Wesley. Ah, Granate. Jetzt kommt die Granate. Wir wählen natürlich die Granate aus. Und die schleudern wir, sodass alle was davon haben. Ja. Ja, dann vielleicht doch so. Na ja, doch, super. Mr. Hotchkiss, Sir. So, die quatschen die ganze Zeit so, ne? So, wir müssen das U-Boot zurückholen. Oh, okay, ja, ist klar. Kamera, WASD. Ah, ne, das ist die Kamera. Okay, Kamera mit der Maus machen. Waffe ziehen, bestätigen, warten, Crewmitglied wechseln, alles klar. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Und er kommt hinterher. Stellen sich direkt nebeneinander. Jetzt warten wir eine Runde. Warum machen wir das? Weil wir die Tür öffnen und wenn wir dann keine Aktionspunkte mehr haben, wäre das natürlich total blöd. Kann das hier mal weg hier bitte? Jetzt öffnen wir die Tür. Sie öffnen die Tür. Also hier ist nichts. Doch, da ist was. Oh, warte, sind das Feinde oder sind das Freunde? Das ist ja lustig. Die sehen ja super aus. Okay, das sind auf jeden Fall Feinde. So, sie könnte mal hier in die Halbdeckung gehen, wobei ich glaube, na, weil hier es müsste zu sein. Aber grundsätzlich sind diese Dinger hier offen unten. So, gehen wir da rauf. Und er geht hier hin. Und was kann er noch machen? Hat er noch einen Schnitter? Ah ja. Tödlicher Schuss. Tödlicher Schuss ermöglicht es dem Schnitter einmal pro Zug nach dem Verschrotten eines Gegners mit ihrem Primärangriff erneut zu feuern. Ah, das ist natürlich gut. Das heißt, wenn einer stirbt, dann... Wie, wann geht das hier eigentlich weg? Kann mal bitte diese, wie geht dieser Text hier weg? No?
Jetzt haben wir nochmal. Frage, wen er trifft von hier. Warte. Lol. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich gebe es zu, es war nicht meine Absicht. Aber ich habe es aus Versehen richtig gemacht. Scheiße. Herrlich. Okay. Ja, warte, jetzt fangen wir erstmal mit ihm an. So. Und jetzt. Er wird nicht treffen, leider. Ah, doch. Hat sehr gut getroffen sogar. Okay, dann können wir jetzt. Das beenden. So. Stark. Und das habe ich ja schon aufgemacht, das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Und er kommt hinterher gedackelt. So, ja, Hammer, Nikola. Habe ich gesehen. Ist voll gut. Vielleicht schaffe ich es ja gleich noch. So, dann, zack. Oh, eigentlich muss nämlich er. So, er muss vorgehen. Jetzt warten wir einmal. Damit die sich ihre Punkte wieder auffüllen. Wann geht das hier eigentlich weg? Wie kriege ich denn das hier eigentlich weg? Hallo? So, Tür auf. Er soll die Tür aufmachen. Ist da nicht noch eine Tür im Boden? Ich glaube nicht, dass es im Tutorial hier meinst du? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es im Tutorial-Bereich. Wir probieren es mal aus. Wir haben ja kein Zeitlimit. Nee, die ist, ich glaube, die ist einfach nicht offen. Hier, ne? Kommen wir nicht durch. So. Achso, hier ist das Zielgebiet schon. So. Jetzt muss original. Kommst du noch? Nein. So, jetzt. Warte mal. Normalerweise? Ah ja. So. Oh. Endbosszeit. Zwischenbosszeit. Was soll der Lärm? Kommandant Betterfoe. Wir müssen das U-Boot endlich auseinandernehmen und nicht jetzt finden. Ja, die wollen unser U-Boot auseinandernehmen. Da machen wir nicht mit. Im Laufe der Zeit wächst natürlich die Crew. Man kann dann sich immer so einen Trupp zusammenstellen, den man dann aus Snipern, Nahkämpfern, allen möglichen Mitteldistanzkämpfern, was auch immer, du kannst Granaten und das und das. Also man kann sich seinen Trupp zusammenstellen und hat dann irgendwann seine Lieblinge, die man immer gerne mitnimmt und dann macht das natürlich auch alles noch mehr Spaß. Jetzt sind wir noch im Tutorial. So, jetzt müssen wir erstmal die Typen hier alle platt machen. Das ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Scheiße, kann das sein, dass hier jetzt gleich eine Granate hinfällt? So, jetzt lassen wir uns natürlich Zeit und gucken einmal ganz kurz. Was wir am schlausten machen. Also wir haben hier oben zwei Dödel. Hier ist eine Volldeckung. Wir könnten mit ihm erst den platt machen. Der hat nur zwei Lebenspunkte. Dann dürften wir nochmal feuern. Und könnten dann, hier ist solide, da können wir nicht durchfeuern. Aber wir könnten von hier vielleicht ihn noch treffen. Und dann müsste die Sniperfrau müsste dann ihn platt machen. Das probieren wir jetzt einfach mal, ob das klappt. Wir gehen hier hin in die Volldeckung und ballern ihm jetzt hier in den Kopf. So, jetzt dürfen wir nochmal schießen und die Idee wäre jetzt gewesen,
ihn hier durch diesen offenen Bereich ins Bein zu schießen. Fantastisch. Das hat genauso geklappt, wie ich das wollte. Jetzt sind nur noch zwei da. Sie muss hier aber auch weg, weil hier wird wahrscheinlich gleich, nehme ich mal an, die Attacke von dem Typi hier landen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und dann ballern wir ihn hier um. So, jetzt ist er dran. Und da kommen seine Raketen, wie befürchtet. Genau, da landen sie. So, jetzt sind wir dran. Die Frage ist, müssen wir ihn von hinten erwischen oder ist das egal? Wir müssen erstmal nachladen. Und jetzt können wir schießen. So, was hat er denn hier? 18 Punkte. Granate, Gesamtschaden. Ach so, macht auch nur 2 Gesamtschaden. Naja gut, dann können wir auch dabei bleiben. Oh, guck mal, jetzt ist schon mal... Das hat ja super geklappt. Hat er noch irgendwie... Jetzt ist ja sein Ding schon kaputt. So, was macht er jetzt? Oh. Oh, der hat die Deckung kaputt getreten. Natürlich sehr ungehörig von ihm. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns vielleicht ein bisschen von ihm distanzieren. Das Ding ist, hier oben ist offen, ne? Also hier kann er uns von unten treffen. Hier ist halt solide. Sie sollte da nicht stehen bleiben. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Sie geht mal hier hin. Und dann lädt sie nach. Und er trifft ihn von hier nicht. Haben wir eine Granate? Achso, haben wir keine mehr übrig. So, wir müssen jetzt gucken. Hier ist, wie gesagt, wir können da hochgehen. Treffen wir ihn? Ist vielleicht, na, wir probieren es mal aus. Vielleicht treffe ich ihn sogar von da oben. Wenn wir hier jetzt, muss ich ja, kann man mal ein bisschen rauszoomen? Nee. So, hier am Tank vielleicht. Ja, brillant. So brillant. Das war genau der Plan. Okay, der ging leider daneben. Aber ist nicht schlimm. Okay. Sie muss hier schleunigst mal woanders hin. Und zwar geht sie... Wer hat er denn noch? Er hat nur noch 2. Das können wir easy riskieren, weil wir jetzt nämlich super brillant gespielt haben. Können wir... Das müsste ja dann reichen, oder? Dann ist er ja weg. Komm, wir riskieren jetzt was. Ich gehe jetzt wieder hier hin und schieße ihn einfach um. Ach so, der hat noch eine zweite Gestalt. Ja, okay, der haut nochmal ab. War klar. Den sehen wir später nochmal wieder. Captain Leeway, ausgezeichnete Ablenkung. Da ist unser U-Boot, sieht doch nice aus, oder? Waffen ausgebaut, Luftkessel zerstört. Tap. Yay, so, das ist das Tutorial gewesen. So, wir kriegen Erfahrungspunkte, das ist natürlich später halt geil, ne? Du hast dann deine eigene Crew und du nimmst die mit und die kriegen Erfahrungspunkte, werden besser und schalten neue Waffen frei oder so. Und die wachsen einem dann so richtig ans Herz, die Leute. Ich drücke mal ein bisschen schneller weg. Ich weiß nicht, wie schnell ihr lesen könnt.
Aber ich lese es immer relativ schnell. Die meisten Sachen sind halt auch, das ist jetzt so eine, so ein paar Dialoge zwischen denen, die jetzt inhaltlich nicht so viel bringen, ne? Außer Atmosphäre halt und denen so ein bisschen Tiefe geben, den Charakteren. Ein paar Infos und so, aber es ist nicht so, dass die irgendwelche Geheimnisse in den Dialogen verstecken und man muss es ganz aufmerksam lesen oder so ist es auch nicht. Bye, right. So, jetzt sind wir hier auf unserem Schiff. Und jetzt können wir uns frei bewegen. Wir können die Weltkarte öffnen. Ah, schau mal, das sieht fast so ein bisschen Dave the Diver mäßig hier aus. Oh, wir können frei rumfahren. Guck mal hier. Oh, das ist ja oh, da sieht das schön aus. Schaut mal, das Wasser. Das ist nice. Boink. Nebel des Krieges. Hier gibt es verschiedene Orte. Kann man hier looten? Sind das hier Trümmerteile? Ah ja, wir haben gelootet. So. Ich glaube, hier ist der Barkeeper da hinten. Der gelbe Pfeil, weil hier oben ist auch gelb, oder? Aber ich will natürlich auch wissen, was der... Oh, was ist hier? Oh, Random Encounter. Das ist natürlich blöd. Ich glaube... Ja, okay, Ausweichmanöver, alles klar. Oh, shit. Das wusste ich nicht, dass wenn man hier so rumfährt, dass man... Schnell, denn bleiben wir mal lieber in der Story. So, wir gehen mal kurz rum. Wir können jetzt mit allen... immer wieder Dialoge führen. Also wenn ihr dieses Dialogzeichen ist, dann gibt es den Charakteren noch ein bisschen Geschichte. So, wir finden in der Bar bestimmt eine neue Crew, genau. Guck uns das Schiff mal in Ruhe an. Da fühlen wir uns sehr dran erinnert. Was ist denn das? Ja, wir brauchen einen Luftkessel. Genau, hier wird dann irgendwann die ganze Crew sich einen Platz suchen und da findet man die dann immer und kann mit allen reden. Ich frage mich, ob die so irgendwas programmiert haben, was echte Sprache übersetzt in so ein Geknurre. So. Jetzt auch noch irgendwas. Da fehlt auch was. Hier ist der Kartenraum. Oh, hier können wir Upgrades machen. Terminal für U-Boot-Ausrüstung. Ah ja. Haben wir noch gar nichts. Was haben wir hier? Da kommen wir raus wahrscheinlich. Das war die Weltkarte. Mit ihm haben wir schon gequatscht. Da gehen wir gleich hoch. Schauen wir noch einmal hier oben. Da ist auch noch was. Und das unheimliche Jagdtrophäe. Ist doch ganz liebevoll gemacht, oder? So ein bisschen wie die Nautilus. Achso, wir wollen nicht ins U-Boot, wir wollen hier in die Bar. Ach was, bei dir auch? Schweine. Die Wasserkrise.
Natürlich redet man mit allen, ne? Das gehört halt dazu. Und manchmal erfährt man ja irgendwas. Oder kriegt eine Quest. Die Marine sind natürlich Schweine. Mignon. Durch die nördliche Meerenge. Ja, das habe ich auch schon gesehen, das Kriegsschiff, ja. Kapitänin Li Wei. Li Wei Kraken. War, ne? Krakenbane. So, jetzt fragen wir sie nochmal aus. Wir müssen mit ihnen kämpfen. So, wir können doch, glaube ich, nichts hier ausgeben. Er hat noch nichts. Das heißt, wir können mal den Tag beenden eigentlich. Tag 2. Sprich mit Stanwich. So, alle sind ausgeruht. Hier oben sehen wir, was haben wir? 0 von den Grünen, 3 Wasser. Also Wasser ist ja klar, weshalb das wertvoll ist. Ne? Das ist ja Steam World, also Dampf, die Dampfwelt. Das sind alles dampfgetriebene Geräte und Roboter halt. Deswegen braucht man natürlich das Wasser. So, das machen wir alles. Okay, also wir hatten ja schon so ein bisschen was gelootet, ne? Die Fragmente und erhaltene Schiffswaffe. Okay, also müssen wir jetzt diese Teile hier finden. Normalerweise, man kann zwischen den Missionen immer alle Crewmitglieder einmal so ablaufen, weil oftmals ergeben sich dann neue Gesprächsoptionen, erzählen sie, wie sie die Mission fanden oder was auch immer. Jetzt sollten wir mal wieder los. Wir wollen unser U-Boot verbessern. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir niemandem... Ah, was ist das denn hier? Verschiffte Schusswaffen. Da könnten wir jetzt mal ran. Mal kurz einmal aus hier ist. Gefällt mir gut. Ich finde, das sieht gut aus. Die Karte ist schön. So, oh, hier siehst du. Da ist auch schon ein bisschen Loot. Bisschen Wasser. Okay, dann gehen wir jetzt da rein. So, Crewgröße 2, epische Beute, solange die Crew auf diesem Waffentransport zu jeglichen Gegnern vorbeikommen kann, an jeglichen Gegnern vorbeikommen, sollte sie in der Lage sein, eine passende Waffe für das U-Boot zu ergattern. Das machen wir natürlich. Bonus, stiehl den Hut des Vorbots. Ich glaube, dazu müssen wir den Hut vom Kopf schießen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zack. Jetzt können wir hier unsere Crewmitglieder, wir dürfen 2 mitnehmen. Wir haben ja derzeit nur 2, logischerweise. Das stellt sich von alleine auf. Und let's go. So. Dann gehen wir mal los. Erstmal hier die Tür aufmachen. Oh, da sind sie schon. Kritische Treffer, okay. Wenn du einen Gegner am Kopf triffst, hast du die Chance, kritischen Schaden zu verursachen. Nahkampf- und Explosionswaffen ermöglichen normalerweise keinen kritischen Treffer, aber es gibt Ausnahmen. In diesen Fällen spielt keine Rolle, wo du triffst. Okay, ja, das ist natürlich klar, das machen wir immer. Ah, okay, das sehen wir hier. Critical Hit 50% plus 1, Power Shot plus 1, Base Damage, genau, okay. Der Gesamtschaden
wenn alle der darunter ausgeführten Effekte erfolgreich sind. Okay, Total Damage. Wenn alle sind. Okay, der Base Damage. Ja, okay, das ist ja selbsterklärend. So, dann schauen wir mal. Da ist ein dicker Geldsack. Ich frage mich, ob der schon das ist mit der... Ja, das die sind nur zwei Gegner, haben wir am Anfang gesehen. Das heißt, er ist, glaube ich, der Heini mit dem Hut. Das heißt, die Scharfschützin sollte versuchen, seinen Hut irgendwie abzuschießen. Wir gehen mal... Ich fürchte, wir müssen in die Halbdeckung. Mal hier hin. Und jetzt versuche ich mal, seinen Hut... Sehr gut. Wenn ein Bot direkt auf der Kopfbedeckung getroffen wird, jedoch nicht am Körper, verliert er seinen wertvollsten Besitz, seinen Hut. Geh ihn holen, um ihn für dich zu beanspruchen. So, genau das war der Plan. Es hat geklappt. Sobald eine Kopfbedeckung aufgehoben wurde, behältst du sie für immer, selbst wenn sie weggeschossen wird. Ja, geil. Okay. Das heißt, jetzt sind wir dran und... Wir können eigentlich was riskieren. Könnte bis hier gehen. Ja, mal gucken, ist nicht ganz ungefährlich, aber machen wir jetzt. Und jetzt versuche ich mal ihn zu treffen hier oben. Ja, ich habe leider keinen zweiten Schuss, aber ist egal. Sie muss nachladen. Und jetzt hat sie aber noch einen Schuss. Ah, warte, guck mal. Aber jetzt kommt das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Guck mal hier. Schön mit Boden. Okay. Wesley holt sich jetzt die Sachen. Und sie holt sich jetzt mal den Hut. Tada! Und jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Also alle Gegner schon besiegt haben. Da kommen wir nicht durch. Dip, 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 dip. So, warten wir kurz. Ach, es sind doch noch mehr Gegner. Oh, ich dachte, es gab nur zwei. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. So, machen wir hier Schaden, Nahkampf. Na gut. Und sie geht hier hin. Und jetzt schießt sie den einfach ab. Oh. Das war blöd. Ich hätte gedacht, ich mache ihn platt. Nachladen. So, tschüss. Unnötig stellen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich war ein bisschen leichtsinnig, weil ich dachte, es sind nur zwei Leute hier drauf auf dem Schiff. Weil er hat jetzt nur noch drei Lebenspunkte. Hier geht ja, glaube ich, noch eine Tür weiter. Aber das ist gut, weil wir hätten nämlich auch hier hochgehen können, hätten die auf uns gezielt. Aber die haben keinen Loot liegen lassen. So, jetzt gehen wir rüber. Jetzt könnte einer unten und einer oben lang, aber... Ja, das wird schon Sinn ergeben. Aber auf ihn müssen wir ein bisschen aufpassen. So, wir machen die Tür noch nicht auf. Wir warten eine Runde. Manchmal ist es auch so, dass die Anzahl der Runden natürlich eine Rolle spielt. Ich glaube, hier ist es jetzt noch nicht so. Ach, du grüne Neune. Der hat wieder einen Hut. So, die wollen uns jetzt angreifen. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. So, jetzt müssen wir... Hier oben haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn er da steht, auf diese Bombe da zu schießen. Achso, guck mal hier. Der Marinekommandant hat einen Erlass ausgegeben. Erlasse gibt es in vielen Varianten, aber sie alle steigern die Effektivität einiger oder aller Marinesoldaten in einer Mission. Erlasse gelten so lange, bis der Gegner, der den Erlass ausgestellt hat, verschrottet wird. Ja, wir müssen ihn verschrotten, also
Warte, wer hat ihn ausgestellt? Er hat den Alas ausgestellt, ne? Ist ja klar, dass er der Erste ist. Also ich glaube, hier ist hier offen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir können ja auch mit... Wir gehen mal hier hin. Mal gucken, inwiefern wir jetzt hier mit... Das bringt uns noch gar nichts. Aber wir können hier mit... Explodiert das Ding, wenn ich drauf schieße? Ich fürchte ja, das wäre verschwendet. So, guck mal, wir können jetzt über die Wand gehen und ihm so von hinten treffen. So. Und bei ihm mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, weil... er nur noch 3 Lebenspunkte hat, aber er kann hier runtergehen. Und er kann auch eine Granate werfen, aber ich glaube, die Granate... kriegen wir vielleicht die Deckung mit kaputt, aber so richtig... So, wäre gut. Also, so machen wir das. So, und dann... Nein! Was ist denn da passiert? Was war das denn? Oh, das ändert alles. Nein. Oh, das ist ja einfach fuchsteufelsgemein. So, jetzt sind diese Alasse weg. Oh Mann, das macht es jetzt unnötig schwierig. Ich glaube, es ist besser, mehr auf ihn schießen. Sehr gut. Und jetzt dürfen wir nämlich nochmal schießen. Yes, nice. Lol. Hahaha. Sehr gut. Es ist nur noch einer übrig. Und wir können von hier unten. Da kommen wir hin und dann können wir ihn von unten abballern. Ich glaube. Ah, nee, warte. Ich muss ja auch nachladen. Und jetzt gibt es eine Chance, hier rüber ihn zu treffen. So, und er kann jetzt ja easy hier hin. So. Tschüss. Aber wir sind alle weg, oder? Fehlt noch irgendwer. Ich hab doch alle. So, dann holst du dir mal den Hut. Es könnte sein, dass da noch einer wartet, tatsächlich. Und wir gehen... Zack. Ich hoffe mal, da ist schon der Schatz drin. So, machen wir mal auf. Ah ja, da ist schon der Schatz, sehr gut. Ahaha! Und hier ist der Ausgang. Okay, das heißt, da treffen wir uns dann, Nummer 1. Und jetzt wechseln wir auf sie, geht nicht. Das heißt, er muss warten. Und jetzt geht sie auch zum Ausgang und dann haben wir's. Mission erfolgreich gestaltet. So, 100% gesammelte Beute, 100% epische Beute, weil wir beide Hüte haben und die Geldsäcke und die Beutekiste haben wir alles mitgenommen, was es gab. Hammer. So, das kleine Missgeschick mit der Granate ist nicht weiter ins Gewicht gefallen. Und wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Die sind da ein bisschen geizig, ne? Also ihr seht, wie langsam das geht. So, was haben wir hier alles bekommen? Wir haben die Beute, die müssen wir natürlich erstmal öffnen. Dann haben wir hier Geldsäcke und diese Hüte. Machen wir mal öffnen. So, das Maschinengewehr für das U-Boot können wir
oberirdisch schießen, kann nicht unter Wasser abgefeuert werden. Aber okay, geil. So, das hier ist, das sind Galeonen frisches Wasser. Das ist ja die wichtigste Währung. Und auch die einzige in der Welt. Und was kann der Hut? Wieso habe ich nur einen Hut? Ich hätte doch zwei Hüte. Ich glaube, der ist rein kosmetisch tatsächlich, befürchte ich. Aber ich hatte zwei Hüte. Was für ein Tag. Der Abschluss einer Mission erschöpft alle teilnehmenden Crewmitglieder. Sie können an diesem Tag keine weiteren Missionen mehr durchführen. Aber keine Sorge, sie benötigen lediglich Ruhe. Kehre zu einer Bar zurück und sprich mit dem Barkeeper, um den Tag zu beenden. Ja. Das gilt für die Crew, die teilgenommen hat. Man kann ja auch dann eine andere Zusammenstellung wählen, mit Sicherheit, dass man nicht jedes Mal irgendwo an die Bar ran muss. Da muss man sich dann eben überlegen, wer auf die Mission geschickt wird. So, hi, 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 hi. Ich glaube, ich hätte jetzt... Na, wir machen mal Tag beenden. Aber ich muss jetzt ja auch noch mit meinen Leuten sprechen. Er braucht irgendwann mal einen neuen Arm. Kriegt er bestimmt noch. Ach, sei nicht so hart zu dir selbst. Wer tappelt da rum? Das habe ich doch genau gesehen. Da ist doch jemand gewesen hier oben. Er sollte vielleicht einfach denken und weniger laut reden. So, Tag 3. Da gibt es nichts Neues. Dann gehen wir mal aufs Schiff. Wir haben ja was einzubauen jetzt. Ich müsste es hier Gesprächs... keine neuen Gesprächsoptionen. Da sagen die nur so Kleinigkeiten. Was ist denn mit der... Ist die schon eingebaut, die Waffe? Muss er das nicht machen? Da. Also, U-Boot-Ausrüstung. Da können wir alles machen. Komponentenkonsole, okay. So, was ist mit der Schiffswaffe? Aber wir haben doch schon hier... Was haben wir denn? Ah. Okay. Ich finde die Fragmente, dann müssen wir wieder raus. Aber hier sind die Upgrades. Terminal können wir auch noch nicht machen. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt hoch. Und... Und nehmen das nächste Abenteuer in Angriff. So. Das haben wir besiegt. Da hinten ist ja dieses Marineschiff. Das können wir noch nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn die uns sehen, dann... Wir können uns ja noch nicht verteidigen. So. Mach zu grün, Leute. So, schnell weg mit dir. Hier war doch noch genau, da oben war nämlich noch ein anderer Pfeil. Ah, hier, gestrandete Geräte. Das ist das nächste, was wir machen. So. Es gibt nur den Schatz. Schnapp dir die epische Beute rechtzeitig. Verschrotte 3 Gegner in einem Zug. Das ist das, der Bonus. Steht hier irgendwas... Okay, lass mal los hier. So, wir nehmen natürlich die beiden wieder mit. Ah, so, hier, genau, warte. Jetzt kann ich das ist der neue Hut.
Das ist rein kosmetisch, wie ich sehe. Okay. Also wir können jetzt hier sie mit diesem wundervollen Hut aus... Ey, da. Und er hat den. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form... Er hat die Granate. Kann sie auch eine Granate haben? Nee, die ist schon ausgerüstet. Hier heißt das wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, sie kann sonst nichts weiternehmen. Let's go. Zweimal der gleiche Hut. Ach so, das war zweimal der gleiche Hut. Ah, okay. So, jetzt haben wir nämlich... Zeitlich begrenzte epische Beute. Ja, das ist genau das Ding. Jetzt haben wir nämlich... Ja, okay. Wie viel Zeit? Da, 11 Runden. Das heißt, jetzt können wir uns nicht mehr diesen Luxus gönnen, vor jeder Tür zu warten. Ah, ich trottel. Das war zum Beispiel jetzt wieder ein Mast. Das war jetzt gerade richtig dumm. Ich bin hier lang, obwohl hier die Tür ist. Das kann schon wirklich... Das klingt jetzt blöd, ne? Aber das kann schon einen Unterschied machen. Obwohl, warte jetzt. Ah, okay, das hat noch nicht gezählt. Dann, gehen wir hier runter. So. Ja, doch, ist das exakt, wie ich befürchtet hatte. Hat auch einen schönen Hut. En garde. Zu den Waffen. So, ich darf anfangen. Jetzt ist die Frage, ist das hier... Kann ich da unten durchschießen oder nicht? So, wir lassen natürlich jetzt uns erstmal nicht locken. Es wäre schon wichtig zu wissen, ob ich jetzt... Richtig geil, dass sie beide trifft. Krieg das nicht hin. Nein. Machen wir das anders. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt da durchschießen kann. Wir machen erstmal den platt. Oh, der lebt noch. Wieso lebt der noch? So, jetzt probieren wir mal was. Vielleicht können wir von hier unten einen völlig verrückten Meisterschuss. Der da durch die... Hahaha! Habt ihr das gesehen? Ey, ich bin in Deckung, hör auf. Au, shit. Oh no. Aber es ist gar kein Problem. Weil... Zack, und jetzt darf ich noch einen zweiten Schuss. Jetzt habe ich aber leider den Bonus nicht bekommen. Was ist mit dem Hut? Kein Hut. So, sie geht oben lang. Ich muss Zeit sparen, deswegen kann ich mich jetzt nicht perfekt aufstellen. So, das wäre jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit, drei in einem Zug platt zu machen. Was haben wir denn für Explosionsfässer? Hätte ich nicht noch... Hier ist leider zu. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir können... Da ist das Ding. Ach, das kriegen wir doch hin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gegner.
Wir haben, glaube ich, die Zeit, um gute Positionen auch einzunehmen. Sie könnte... Mal kurz gucken, was wir hier für Flugbahnen aktivieren können. Also auf die Weise könnten wir ihm hinten in den Kopf schießen. Das müsste eigentlich gehen. So, von hinten. Wir können... Warte, ist ein ganz kleiner... Aber das reicht, glaube ich, gerade nicht aus. Oder? Oh, warte mal. Ja, ist, glaube ich, eher nicht möglich. Dann haben wir die Möglichkeit, da könnten wir so runterballern. Nee, nee. Also ich glaube, die beste Möglichkeit, jetzt einen zu treffen, wäre so ihn zu treffen. So, hier gegen und dann da in seinen Kopf. So. Ah, wir haben immerhin 2 Punkte Schaden gemacht. So, hier ist noch eine Tür. Das ist gut. Oder auch nicht. Aber der kann auch durch die Tür kommen. Ich würde ja gerne dann noch zwei auf einmal, diese drei Leute platt machen. Aber wenn ich jetzt den Johnny nehme und mit ihm schon Leute töte, dann wird das nicht mehr gehen. Das heißt, ich würde das in der nächsten Runde machen. Kann sie nicht sich auch noch, sie kann sich nicht mehr bewegen. Ja, sie steht natürlich jetzt hier ein bisschen bescheuert. So, ich könnte die Tür aufmachen, dann stehe ich aber komplett exposed ihm gegenüber. Das wäre dumm. Das heißt, ich könnte hier warten und dann in der nächsten Runde was machen. Oder ich gehe mit ihm hier hin. Aber er hat nur noch 5 Punkte. Nee, wir machen das, glaube ich, so, dass wir mit ihm hier hingehen. Und dann warten wir mal ab. So, das ist jetzt echt blöd. Ah, er kommt nicht ran. Das ist super. Okay. Sie muss leider nachladen. Das ist nicht anders möglich. So, jetzt könnten wir ihm hier ins Gesicht schießen. Okay, also der Plan ist folgender. Ich schieße ihm ins Gesicht. Dann wechsle ich auf ihn, mache die Tür auf. Schieß, gebe es hier. Mach ihn platt. Und... Ah, ob ich von hier oben ihn treffe, das ist die Frage, ne? Könnte klappen. Könnte auch nicht klappen. Alternative ist... Alternative ist, ich gehe mit ihm hier hoch, schieß ihn ab, dann habe ich den extra Schuss und dann schieße ich ihn ab. Und dann gehe ich mit ihr runter und schieße ihn ab. Vielleicht ist das sogar smarter. Aber sie darf ja sich nicht mehr bewegen. Also sie kann sich bewegen, aber sie muss jetzt schießen. Zwei, zwei, zwei. Der drei, der zwei. Aber dann müssen wir mal gucken, wen wir jetzt treffen können. Also wir könnten sogar ihn treffen. Wir könnten, aber das ist besser, wenn wir ihn treffen, weil sonst sind wir nämlich hinüber. Wir müssen, das ist eigentlich als... Nee. Ich mach das jetzt, wie ich gesagt hatte. Ich gehe dann mit ihm hier hoch und mach diese beiden platt. Pass auf, das muss der Plan sein. Ich mach den Superschuss, dass wir plus 1 Schaden machen. Der ist aktiviert jetzt, ne? Ich hoffe mal, das klappt. So, und dann schieße ich auf ihn. Er ist weg. So, das war Nummer 1. Jetzt kommen wir hier hin. Kein Rückzug, kein Rückzug. So, jetzt schießen wir erstmal ihm ins Gesicht. Und jetzt darf ich nochmal... Nein! Ich war zu hektisch! Ich Dummkopf! Oh, ich habe ihm nur den Hut abgeschossen. Es war alles perfekt gemacht. Na egal, es ist noch nichts verloren.
das war blöd. Weil er hat 2, 2, 2. Wir können es immer noch schaffen. Hat er seinen Hut wieder aufgenommen? Nee, achso, nee, warte, wo ist denn... Hat er den Hut aufgenommen? Wo ist sein Hut? So, ich kann den mit dem Nahkampfangriff platt machen. Dann kann ich mit ihm... Ah, ich befürchte, das wird so nichts werden. Aber ich kann das gleiche Spielchen ja nochmal machen. Bis wo kann sie denn gehen? Sie kann ja nur nachladen oder... So, wir laden erstmal nach. Jetzt gucke ich mal, ob ich eine Chance habe. Wieso, jetzt darf ich nicht schießen oder was? Jetzt muss ich überlegen, ich will natürlich den Bonus haben. Ich könnte jetzt abhauen und ich habe ja noch 6 Runden und für den Bonus eine günstigere Position, weil ich kann es jetzt schon... So, warte. Granate bringt mir nichts. Sie könnte ihn platt machen. Wo kann ich denn mit... Ich kann mit ihm nur bis hier gehen. Und da werde ich den nicht treffen. Und mit ihr kann ich nichts weiter anfangen. Das heißt, ich könnte mich theoretisch zurückziehen. Es geht nur darum, jetzt den Bonus zu bekommen, ne? Das ist natürlich hier eine blöde Situation. Da hätte ich zwar Deckung, aber wenn die darauf schießen, habe ich ein massives Problem. Also, was ich machen könnte, ich könnte einfach abhauen mit dem hier hin und mit ihr dahin und es dann in der nächsten Runde versuchen. Was ist denn da los? War ich das oder wenn... Hey, was ist das denn? Ich bin mit der Maus darauf gekommen. Das habe ich ja... Wie hoch ist die Chance, dass das passiert? So, wie jetzt? So, zurück zu mir. Also, nochmal für euch zum Verständnis. Ich kann natürlich jetzt ihn einfach umnocken, dann ist er weg. Dann kann ich mit ihm ihn abschießen, dann ist er weg. Und dann würde ich aber hier stehen... Und würde ihn nicht erwischen und dann hätte ich nicht 3 Gegner in einem Zug, diesen Bonus. Und ich will ja diesen Bonus haben. Ich habe noch 6 Runden Zeit. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, um des Bonus Willens gehe ich in die Defensive und hoffe, dass mir eine bessere Position erarbeite, dass ich danach alle 3 platt kriege. Wir haben auch noch genug Lebenspunkte, das müsste eigentlich gehen. Also wenn ich mit ihm jetzt hier abhaue, jetzt komme ich, da darf ich leider nicht hin. Wie weit kann sie laufen? Ach, sie kann ja noch weniger laufen. Aber das können wir ab, glaube ich. Wenn ich hier hingehe, kriege ich jetzt auf jeden Fall gleich seine Rache zu spüren. Aber sie hat 6 Lebenspunkte, das kann sie ab. Ja komm, ich probiere mal mein Glück. Vielleicht würde er auch runterkommen. Vielleicht sollte ich das einfach hier machen. Ihn da und sie da oder so. Ja komm, ich probiere jetzt mal mein Glück. So, gar nicht lange rumlauern. So, ich lasse den extra am Leben, um den Bonus zu bekommen. Er geht dahin und sie geht dahin. Und ich hoffe... Oh, warte mal. Kann er nicht in Deckung gehen? Scheiße. Ich dachte, er geht auch runter. Doch, er geht runter, ja. Ja, sehr geil. Jetzt kommt er. Sehr geil. Jetzt kommt auch runter. Ja, super. Dankeschön. Fantastisch. Okay. Jetzt machen wir Folgendes. Er fängt an. Ich brauche nicht mal die Granate. Ich mache das so. Ey, das ist mir nicht gerade schon wieder passiert. Das ist ja das... Ey, Nils, das kann überhaupt nicht sein. Ich hab's gerade schon wieder verkackt, fürchte ich fast. Es sei denn, ich krieg's hier die Kugel da durch. Oh, war das dumm. Nee, ich hab's komplett verkackt. Oh, weil ich auf den Hut gezielt habe. Ich darf nicht auf den Hut zielen. Ach, dumm. Jetzt habe ich den Bonus nicht.
Ja, das war leider echt sehr schlecht. Ah. Wieso habe ich auf den Hut gezielt? Ah. Ja, egal. Müssen wir jetzt mit leben, ha? Ja. Kriegen wir leider den Bonus. Oh, 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 warte. Was ist denn das? Das nehmen wir natürlich noch mit. So, hier ist rüber. Und du holst hier mal den Sack hier. Wenigstens das haben wir noch verdient. Du kannst warten. Und du gehst da jetzt rüber. Bup, bup, bup. Ah, da liegt noch der Hut. Kann ich den aufnehmen? Nee, ne? Ich habe ja auch schon so einen Hut. Egal, wir gehen jetzt raus. Ey! Ja, ärgerlich, oder? Das ärgert mich, das fuchst mich jetzt. Wenn deine Crew-Mission abschließt, sammelt sie Erfahrung in ihrem aktuellen Job. Solange ein Crewmitglied denselben Job behält, sind alle seine freigeschalteten Fähigkeiten kostenlos aktiviert. Später kannst du den Job wechseln und mit auswählen, welche Fähigkeiten aus anderen Jobs aktiviert werden sollen. Okay, 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 okay. So, sie ist ja unsere Sniper-Frau. Finde ich immer super. So, was können wir jetzt nehmen? Zielsicher. Für einen Zug haben deine Angriffe eine vollständige Ziellinie und reduzierte Zielunschärfe. Das sind nur für Noobs. Erhöht Zielgenauigkeit, längere Ziellinie, weniger Zielunschärfe. Du kannst plus 1 zielen. Haben wir? Ich glaube, mehr können wir jetzt nicht machen, oder? Oder achso, oder wird das. Achso, warte mal, wird das beides gedödelt? Achso, das wird automatisch gemacht. Verstehe. So, das sind die anderen Berufe hier. Raufbold, Boomer, lol, Ingenieur, Schnitter und Stürmer. Aber das sind ja nicht wir. Aber er ist der Schnitter. So, er kriegt jetzt. Für einen Zug verursachen du und Verbündete innerhalb von Aura 1 plus 1 Schaden mit euren Angriffen. Und kritische Trefferschaden verursachen 1 plus 1 Schaden. Ja, ist auch beides ganz gut. Okay. Und was haben wir hier drin? Dö, die Fragmente, die wir wollten. Und ein bisschen Wasser. So, jetzt kriegen wir Fragmente haben wir jetzt und wir können jetzt unser U-Boot aufwerten. Das machen wir natürlich sofort. U-Boot! Bam! Yay! Guck mal hier. Rüste dein U-Boot mit Hilfe der Ausrüstungskonsole im Maschinenraum mit Waffen und Modulen aus, verbessere das U-Boot, um mehr Ausrüstungsslots zu erhalten. Schiffswaffen belegen neben den Ausrüstungsslots auch Richtungsslots, du kannst nur eine Waffe pro Richtung ausrüsten. Module belegen keine Richtungsslots, sie bieten passive Boni, die entweder die allgemeinen Eigenschaften des Schiffes wie Gesundheit oder Geschwindigkeit erhöhen oder spezifische Schiffswaffentypen verbessern. So, jetzt können wir uns zur Wehr setzen, Leute. Jetzt sind wir nicht mehr hilflos. Die sind natürlich jetzt hier leer. Okay, also Maschinengewehr ist da. Geschwindigkeit, Luftkessel. Ist, glaube ich, auch egal, wo die sind, oder? Oder spielt das eine Rolle? Ist eigentlich egal, oder? Jetzt haben wir das hier an die Seite angedockt. Eigentlich wäre es.
vielleicht smarter, das vorne zu machen oder da oben. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeine Rolle spielt, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt einfach den ersten genommen. Können die auch wieder rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Nee, das ist überhaupt völlig egal, okay. Das ist ein fester Slot im Boot. Das kann man nicht steuern. Bomben haben wir jetzt wieder an die Bar wahrscheinlich, oder was? Bekämpfer das Kriegsschiff der Marine. Ah ne, jetzt können wir das, okay. Gibt's hier Dialogoptionen, ne? So, jetzt können wir das wegballern. Ah, hier, guck mal, ist ja doch so. Schiffen können Waffen an der Vorderseite, an den Seiten und auf der Oberseite montiert haben. Aha. Das Steuern ist übrigens mit Tastatur nicht so prickelnd. Jetzt müsste ich nur noch wissen. Da, ah, jetzt sehe ich das. Habe ich jetzt gewonnen oder verloren? Ich habe gewonnen. Ging schnell. Wir haben ja nicht mal Schaden genommen. Die sind richtig gut. So, bevor ich jetzt da... Ich gucke mir den Rest hier natürlich noch an. Bevor wir jetzt da durchsegeln, einmal kurz gucken, ob ich hier alles habe. Aber es wird wahrscheinlich nichts mehr hier groß zu holen geben. Vielleicht ein paar kleine Ressourcen, ne? Und Mama. Ja. Ah, das Steuern ist nervig mit Tastatur. Das hier. Oh. Boah, ey. Achso, da ist Strömung, deswegen. Da kam ich nicht durch, seht ihr? Da muss ich wahrscheinlich Turboantrieb haben oder so. Gut, dann können wir jetzt nach oben. Beziehungsweise, wir sollen sie in der Bar beenden, den Tag. Und dann gehen wir da hoch. Dann machen wir das. Dip, 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 dip. Hallo. Der König im Weltall, ne? Das ist nämlich Teil 1 wahrscheinlich. Tschüss, kurz das Stimmungsbild eingefangen. So, gute Nacht. Wir schlafen. Eine Frage zu Lies of P von morgen heute. Ja, eventuell war das die falsche Bar. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, ich hätte da einfach schon hochsegeln sollen. Aber ist egal. Ja, Lies of P habe ich derzeit nicht vor, durchzuspielen. Es ist ein geiles Spiel, aber es ist auch recht lang. Das war jetzt erstmal nicht der Plan, so das machen wir jetzt kaputt. Oh, ich hasse das Steuern gerade so hart. Oh! Ich brauche, glaube ich, das Pad ist sehr viel besser zum Steuern. Das kleine Bootes. Auf die Gefechtsstation! Wir hauen hier einfach alles weg. Oh Gott, wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht zu viele Kämpfe hier. Boah. Acht Wasser. Oh, da ist ein dickes Fragezeichen da. Oh, da können wir sogar schon kämpfen. Ey. Ja,
Da kommen wir sogar wieder durch. Leerer Leuchtturm. Guck mal, jetzt haben wir diverse. Steuern macht keinen Spaß. So, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja dem Questziel auch folgen. Komm runter und angle dir. Gute Vibes. Neue U-Boot-Upgrades. Crew-Slot. Siehst du? Nice. Jetzt können wir neue Leute holen. Hi, 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 hi. Hallo, Crank. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste seine Mutter die Protagonistin aus dem ersten Teil gewesen sein. Was ist, alle sehen in ihm nur den kleinen Sohn, ne? Oh, Edna war auch ein Teil 1, meine ich. Edna war cool, wenn sie das ist. Von der ich glaube, dass sie das ist. Hey, Mike, was geht ab? Mike ist da. Ich spiele gerade ein schönes Spiel. SteamWorld Heist 2, Mike. Ist ein Feel-Good-Spiel. Ganz entspannt. Achso, warte, das hatte ich doch eigentlich schon gesagt. Hier, mit Edna. So, Crew. So, warte. Tag beenden können wir immer noch. Wir können jetzt, guck mal hier, das sind nämlich jetzt Leute, die wir rekrutieren können. Wie viel haben wir denn? 33 Wasser, der kostet 40, aber wir können uns den zumindest mal angucken. So, was kann der? Der ist Stürmer. Schneller und wendiger Radbot. Ja, haben wir jedenfalls noch nicht so einen. Ja, wir haben noch nicht die Kohle, sorry. Wer bist du? Oh nein, die arme Oma. Du als alter Fußballromantiker habe in 2 Stunden Bundesliga-Sendung mit Legende Timo Hildebrand. Gibt es was, was du unbedingt von ihm wissen willst? Von Timo Hildebrand, dem Torwart von Stuttgart. Boah. Jetzt kein Timo Hildebrand Ultra. Was war er? War er bei der WM 2006 dabei? Ja, ne? Als dritter Torwart? Ne, war das 2006? War er nicht irgendwann, war er auch dritter Torwart bei irgendeinem Turnier, oder? Das wäre vielleicht ganz interessant. Was er da so erlebt hat. Oh, der kostet auch 40. Wie oft denkt er sich, wenn Kommentatoren was zu Torhütern sagen, dass das eigentlich Quatsch ist? Ja, das ist, stimmt, das, irgendwas war auf Kicker, ne? Ich bin nichts gut außer im Schießen. Schützenbot. Schützenbot ist doch auch cool. Ich habe aber schon Scharfschützen. Aber ich mag Scharfschützen. Aber es ist schon besser, ein bisschen Diversität zu haben. Das ist ein Song seiner Band wahrscheinlich. So, wir können uns leider noch niemanden leisten. Das machen wir später. Was hier oben? Wer bist du? Steam Botzen. Östlich frische Gallonen.
Der Lord Admiral. Der präziseste Scharfschütze. Der ist seltsam. Oh, guck mal hier. Ah, jetzt können wir hier. Oh, hier. Verbesserte Waffen. Das zum Beispiel müsste eine verbesserte Sniper Rifle sein. Scharfschützengewehr M1. 3 Scharfschutzschaden. Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Können wir eh nicht leisten, aber. So, oh, was ist das? Game sieht süß aus, Musik ist nice. Kennst du Circuit Superstar? Nee. Habe ich gestern entdeckt und blieb viel zu lange, deswegen war kleines süßes Minigame. Racing im Cartoon-Block. Nee, kenne ich nicht. Klingt aber auch entspannt. Muss ja nicht immer so wildes Geballer sein, ne? So, hier werden wir auf jeden Fall häufiger hinkommen und Sachen kaufen. So. Dann ruhen wir jetzt aus. Wie unangenehm ist das mit Olli Kahn und Jens Lehmann in einer Mannschaft zu sein? Das ist eine gute Frage von Frittenferkel. Nicht ganz gut. So, ich glaube, jetzt können wir zurück ins Boot. So, jetzt gibt es auch wahrscheinlich hier wieder eine. U-Boot Upgrades. Was haben wir denn? Wir haben 0. Wir können uns gar nichts kaufen gerade. Leider. 0 Diamanten. Wie akzeptiere ich die Marinemission? Habe ich die nicht schon akzeptiert? Mache ich das auf der Weltkarte? Warten Sie. Das muss ja dann, wenn das nicht hier ist, muss das ja oben in der Bar sein. Oder wie, oder was? Hä? Warten Sie, was habe ich denn jetzt hier? Oder ist das draußen auf dem Wasser normalerweise? Oh, was ist das denn? Hallo? Die sehen ja geil aus. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Da dürfen wir noch nicht rein. Wo ist denn die Marine-Mission? Oh, geil. Oh, guck mal. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Drei Fragmente. Das ist ja fantastisch. Einfach so ein Geheimnis gefunden. Siehst du, wer sucht, der werdet finden. Ich glaube nicht, dass hier die Mission. Ich glaube, ich muss so aufs Wasser raus. Hier, glaube ich, habe ich mit allen gesprochen. Sonst würde mir das ja hier auch angezeigt werden, oder? Dann komm, wir gehen jetzt zurück ins U-Boot. Ich glaube, ich muss raus aufs Meer. So, Kopfgelder. Bars bieten Belohnungen von Kopfgeldern. Kopfgelder werden mit Kopfgeldpunkten beansprucht, wenn du deinen Tag in einer Bar beendest. Oh ja, unser Schiff sollte nicht verschrottet gehen. Das stimmt natürlich. Jetzt können wir die Schmugglerfahrt können wir machen. Oh, guck mal, da ist nochmal so ein.
Marine-Typ. Sehr gut. Da war noch jemand. Und oh fuck, da sind so viele jetzt. Nachladen. Oh, gut. Zwei auf einen Streich, guckt euch das mal an. Wie gut wir sind. So, jetzt machen wir erstmal, finde ich. Da, warte, da können wir noch ein bisschen was einsammeln. Oh, okay, die wollen Ärger, dann machen wir erstmal das. Jetzt sammeln wir die beiden Sachen hier ein. Sechs Wasser, oh, das ist gut. Und nochmal sechs, sehr gut. Das heißt, jetzt können wir schon rekrutieren gehen, wenn wir wollen. Oh, nochmal acht Wasser. Aha. Und sechs Wasser. Oh, jetzt können wir wirklich schon was machen. Da gibt es auch Wasser als Belohnung. Wir müssen langsam ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier zu viele Gefechte führen. Ich möchte die Mission starten. Acht Wasser. Okay, jetzt können wir wirklich schon, wenn wir wollen, uns einen neuen Charakter aussuchen. Und gehen dann mal in die Bar. So. So, was ist sie denn? Sie ist Boomer. Was kann sie denn? Kampfrhetorik? Ah, okay. Ja, wir müssen ja eh eigentlich alle mal ausprobieren, ne? Wir haben Schnitter und Scharfschütze haben wir schon. Aber es will auch gut überlegt sein. So, er ist keiner, aber und er ist dieser schnelle Hans, ne? Er ist der Stürmer, genau. Das wäre vielleicht eine gute Kombination auch mit dem Scharfschützen. Was meint ihr, Stürmer oder Boomer? Was ist eure präferierte Wahl? Oder haben wir hier oben noch was anderes? Okay. Wir können natürlich auch, naja, die kosten 75. Hier können wir auch Sachen kaufen, theoretisch. Was ist das hier überhaupt alles? Schlagring, Nahkampfschaden. Ah, ja, hier auch eine ganz gute Ausrüstung. Verstärkte Panzer, oh, das ist auch gut. 2 HP, das ist auch sehr gut. Vielleicht sollten wir erstmal das machen. Also das, vielleicht, Boomer höre ich da, Boomer. Aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir auch für das Geld, weil wir können auf die Mission eh immer nur 2 Leute, derzeit sind das noch so kleinere Missionen, 2 Leute nur. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich kaufe erstmal das hier. Das ist wichtiger. Und warte, muss ich das hier ausrüsten? Können wir gleich machen bei der Mission. So, jetzt machen wir mal die Schmugglerfahrt hier. So, Mission starten. Crewgröße, epische Beute. Überlebe bis zur Klinge. Schnapp dir sämtliche einfache Beute. So, und jetzt kann nämlich er hier ach, das ist der gleiche Slot wie die Granaten. Naja, na gut, dann kriegt sie das halt. Ich dachte eigentlich, dass es ein anderer Slot wäre. Naja. Was soll's.
Hallo Tino. Kofi, vielen Dank. So, die werden wir jetzt hier besiegen. Ach, da greift sie. Oh, der Alarm ist aktiviert, ja. So ein Mist. Wir müssen 13 Runden überleben, oder was? Das ist ja gar kein Problem für uns. Wo haben wir denn die Beute? 1, 2, 3, 4. Okay. Also da oben haben wir Granaten. Da kann was explodieren. So, also. Das ist ja alles gar kein Problem. Der hat 3, dann könnte ich den Kraftschuss machen. Dann wäre er mit einem Schuss weg. Ja, machen wir das doch mal. Dann bewegt sie sich mal hier hin und macht den Kraftschuss. Und schießt ihm diesmal direkt in den Kopf. So, jetzt ist er weg. Er könnte... Da rücken natürlich jetzt immer neue Leute nach, ne? Ist ja klar. Also es geht jetzt darum, die Dinger aufzuheben. Geht eher mal nach oben, ne? So. Muss ich den ersten Sack. So, da kommt schon hier der nächste angedackelt. Ja, das ist natürlich jetzt verlockend, einfach darauf zu schießen. Aber warte mal. Explodiert das Ding überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Machen wir es einfach so. Warte, da ist der Sack und da ist noch ein Sack. So, das heißt, wir laufen einfach schleunigst zum Sack. 1, 2, 3. Das kriegen wir noch hin. So, er geht jetzt direkt rüber. Au, Schwein. Da kommt der nächste. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht explodieren. Vermute ich mal. Und dann schießen wir. Nein, ich muss nachladen. Und er holt sich den Sack und schießt den jetzt noch ab. Tschüss. Na gut, jetzt haben wir sogar noch einen weiteren Schuss, den wir vermutlich nicht richtig ansetzen können. Oh geil. Ja. Da kommen sie alle rausgespammt, ne? So, wir holen uns den Sack. Hier ist jetzt zu, das heißt, da kann keiner rauskommen. Und er... Wir haben ja alles, ne? Müssen wir nur noch überleben. Da kommt jemand raus. Aber hier haben wir eigentlich eine ganz gute Position. Das heißt, wir ballern ihn ab. Und da komme ich wahrscheinlich nicht. Da werde ich das Ding abschießen. Das war aber eigentlich mein Plan. Ne, es bringt nichts da. Das bringt mir nichts, wenn ich dagegen schieße. Dann fliegt das Ding runter und dann treffe ich ihn sowieso nicht, fürchte ich. Ich kann es probieren, aber es ist natürlich viel lustiger, wenn einer da unten steht. Wüsste ich jetzt nicht. Da, den treffen wir nicht. Wir haben niemanden in der Schusslinie, den treffen wir auch nicht. Ne, dann lass uns einfach die letzte überspringen. So, was macht er? Ja, okay. Dankeschön. Das. So, er ballert den jetzt hier um. Und trifft er den? Das müsste eigentlich. Sind die durchlässig? Yo, nice. Sehr gut. Und sie macht einen normalen Schuss. Guck mal, das klappt doch hier. Gar kein Problem. Ihn könnten wir vielleicht mit Bande.
so über das Fass. Nö, was mit ihm? Ihn über Bande? Nee, er ist da doppelt geschützt. Ich glaube, wir erwischen so wieder nur seinen dummen Hut. Da hätten wir einen besseren Winkel, aber da kommen wir nicht näher. Okay, wenn, dann müssen wir es versuchen, seinen Hut zu treffen. Nice. So, nur noch einer übrig. Wir müssen noch 9 Runden überstehen. Okay, das ist ja total Quatsch hier. Den hauen wir direkt wieder weg. Tschüss. Und jetzt versuche ich mal, das jetzt hier zu machen. Was war das denn? Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich... Ja, exakt, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist sehr toll gewusst. Ja, danke. So, nachladen und... Ah ne, warte, ja, ich muss Nahkampf machen. Tschüss. Können wir irgendwas hier erledigen? Den treffen wir ein bisschen vielleicht. Ah, 2 Schaden, immerhin. Das bringt dir ja gar nichts. So, da kommt wieder einer hoch. 2 sogar. Ja, so ist das ja gar kein Problem. Jetzt machen wir einfach der Reihe nach. Oh nein, der hat überlebt. Das ist doch ein Problem gewesen. Leider Daus. So. Wir dürfen natürlich jetzt die Zahl der Gegner nicht zu groß werden lassen, durch so kleinere Fehler, die ich hier gerade gemacht habe. Nachladen. Und er. Den würde ich nicht erwischen, aber den würde ich doch vielleicht. Ja, sehr gut. Jetzt können wir sogar nochmal schießen. Einfallswinkel gleich. Ja, das wird zu spitz sein. Ich glaube, wenn ich da schieße. Das glaube ich, wird er nichts. Aber was ist mit dem da? Wird auch nichts werden. Schieße ich dagegen. Ich probiere mal mein Glück. Ich schieße einfach mal da so gegen. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber... Ah, okay. Ich habe die eigene Barrikade ein bisschen demoliert. Das war nicht so clever. Oh, da kommt noch jemand. Ach, du grüne Neune. So, das heißt, wir... sollten wir dringend nach hier oben gehen. Da haben wir mehr Deckung. Wir laden jetzt nach. Ja. Ja, bleiben wir da unten. Den erwischen wir nicht. Den erwischen wir vielleicht. Ja, sehr gut. Und den ballern wir mal. Oh, schade. Das wäre so schön. Ach, der grüne Neune, was ist er denn? Der hat so eine mobile Barrikade. Der hat immer mehr. So, da würde ich jetzt gerne die Granate, weil wenn das explodiert, das wäre natürlich das allerköstlichste überhaupt. Oh, warte. Ja. Oh, war das brillant. Hahaha. Ich lache. Das war ja einfach nur brillant.
Ich hätte das nochmal machen sollen, weiß ich nicht. Dann wäre der komplett weg gewesen. Tschüss. Sehr geil. So, jetzt. Der hat nur noch einen. Krieg ich das irgendwie hin? Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, über die Bande. So. Nein, ey. Ey. Ah, verrutscht. Ugh. Ah, unnötig. Ich bin abgerutscht mit der Maus. Total unnötig. Ja, egal. Ja. Er macht den Anfang. Und den erwische ich noch. Granate kann ich gerade nicht mehr. Ich könnte. Ne, da würde ich meine eigene Deckung zerstören. Was ist mit dem da? Ja, haben wir erwischt. Ich muss nachladen. Und. So, pass auf, warte mal. Die haben beide zwei. Ach, was ist das denn? Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich werde nämlich nur noch drei leben. Oh. Okay, jetzt geht's ja los hier. Aha, aha. Da könnte ich ja das ruhig machen. Weil. Was wir haben, haben wir. Die letzte Runde. Jemanden ballern. Wer ist denn? Sie kann nachladen. So, auf wen ballern wir? Wir können da so runterschießen auf seinen Kopf. Den können wir auch treffen. Den können wir auch treffen. Aber der ist natürlich am nächsten dran, ne? Tschüss. Aua. Warum tust du mir weh? Aua, aua. Scheiße. Au. Knapp. Im Idealfall. Schießt der jetzt nicht mehr. Oh no. Oh, was ein Glück, dass er sehr dumm ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch raus, ne? Oder? Ich fürchte, ich muss jetzt noch den Raum hier verlassen. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Mist, ah, ich hätte einfach abhauen sollen. Ah, das könnte mein Ende sein. Weil wenn ich dahin gehe, das passt schon. Also pass auf. Oh Gott, uff. Der hat ein Gewehr. Ne, ja. Oh. Ne, das müsste passen. Sie hat genug Leben noch. Das ist am Ende dann nochmal knapper, als mir das lieb ist, ehrlich gesagt. So, hau ab jetzt. Was? Epische Beute 0? Wo war denn die epische Beute? Oh Gott, habe ich die irgendwas übersehen? Wo war die epische Beute? Ich glaube, ich habe die epische Beute übersehen. Hier meine Zweitwaffe. Oh. Sekundärwaffenangriff, der deinen Zug nicht beendet. Das ist natürlich geil. Das ist super mächtig. Gibt's neue Emotes? Hat Hoki wieder neue Emotes gemacht? Geil, die bewegen sich ja.
sind animierte Emotes. Ey, Hoki, was geht ab? Ah, wir haben bewegte, tanzende Warane. Hammer, das ist ja geil. Voll gut. Vielen Dank. Voll gut. So, das haben wir gemacht. Jetzt wollen wir unser Kopfgeld. Ah ja, genau. Das Ansehen durch Sterne. Das müssen wir machen. Das, diese Welt, also das können wir nochmal machen, diese Mission. Ja, wo war jetzt da? Wo war nochmal da? Genau, da müssen wir jetzt hin. Kurz nochmal zurück in die Bar. Mit wem rede ich denn für das Kopfgeld? Mit dir? Also Elena ist noch nicht wieder da. Ja, die hätte ich gerne natürlich. Die Elena ist nämlich super. So, Belohnung. Jedes ungenutzte Sternding am Ende des Tages wird in Wasser, drei Wasser umgewandelt. So, was haben wir denn? Wir haben drei Stück. Drei Stück, also Reparaturset. Ah, das ist nicht schlecht. Das ist auch geil. Wasser, Wasser. Oh, die Zweitwaffe. Da haben wir natürlich schon eine bekommen. Aber können die beide tragen? So, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob diese Waffe, das hätte ich vielleicht, ja, ob die denselben Slot benutzt wie der Panzer oder die Granaten. Weil dann wäre das natürlich ein bisschen blöd. Die Granaten sind schon sehr gut. Tja. Ich glaube, wir machen mal, dass wir das hier, die drei Diamanten nehmen, weil da kriegen wir diese Upgrades. Wir nehmen das. Und die zweite probieren wir erstmal aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die nicht nutzen kann. Die ist geil. Wir nehmen das. An diesem Abend. Dankeschön. Dankeschön. Das Schiff und die Crew zu verbessern ist immer eine gute Idee. Deswegen habe ich ja diese Diamanten da jetzt, diese Kristalle. Was war das? Was war was? Das ist ein bisschen, also er, das ist seine Existenz hier, ne? Er mag gerne so sein. Aber es ist auch ein bisschen gruselig, wie der hier so verbaut ist und dann immer so hängt. Vielleicht fühlt er sich aber auch super wohl so. Aber der kann er einfach, oder hat er vielleicht auch Beine, die er anstecken kann? Ich weiß es nicht genau. So, befrage die zwielichtigen Bots in der Hardwasserbar. So, jetzt können wir mal schauen. Ich hab doch schon mit allen gesprochen. Ah ne, mit denen hier. Die. Hi Leute. Aber... Also, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir die kennen, die sich dahinter verbergen. Nice.
Musik ist geil, oder? So, jetzt haben wir 8 Diamanten. Wir können jetzt niemanden rekrutieren, aber... Und dann gehen wir wieder zurück ins Schiff. So, komm, jetzt will ich mal ansehen im Anglerriff 2 von 12. So, das sind die Upgrades. Guck mal, U-Boot, Wasserfilter. Erhalte 10% mehr Wasser. Das ist vielleicht zu Beginn natürlich ganz smart. Wir brauchen nicht weitere Ausrüstung, weil wir haben ja gar nicht so viel Sachen. Oh, das ist natürlich auch geil, darauf zu sparen. Aber Wasserfilter ist schon zu Beginn, ehrlich gesagt, glaube ich, schlauer. Also jede Mission, die jetzt Wasser bringt, also das ist schon schlau, das müssen wir direkt zu Beginn machen. Das ergibt ja keinen Sinn, darauf zu warten. Ja, das ist das Wichtigste. So, okay, geil. So, das können wir aber sparen. Guck mal, jetzt gibt es hier wieder einige Dialogoptionen, zum Beispiel mit ihm hier. Richtig. Ich aber auch. Ich bin sehr gespannt, was wer sich hinter dem Cape verbirgt. Vielleicht ist ja sogar die Mechanikerin selber da drin. Kann ja sein, oder? Okay, dann lass uns mal die nächste Mission ansteuern. So, das haben wir gemacht, das könnten wir theoretisch nochmal machen, aber das machen wir jetzt nicht. Könnten wir dann 3 Sterne bekommen? Das brummt mich schon jetzt ein bisschen. Oh, guck mal hier. 2 direkt. Au. Okay. Was haben wir jetzt hier? Siehst du, das macht sich schon hier bemerkbar bestimmt mit dem Wasser. Hoffe ich doch. So, jetzt können wir direkt, wenn wir wollten, jemanden neuen rekrutieren. Hier komme ich wieder nicht durch, ne? Ja, da fehlt mir wahrscheinlich irgendeine Motorenkraft. Oh, hier gibt's wieder. Oh, okay, da sind schon. Die Frage, ob ich da. Schon 3 Leute. Also, ob ich jetzt schon einen rekrutieren sollte. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ab welcher Mission ich 3 Leute mitnehmen kann. Irgendwann kann ich 3 Leute mitnehmen. Ich bin ziemlich sicher. Okay, kommen wir wieder runter. Das haben wir noch nicht gemacht. So, dann machen wir das hier erstmal. Das ist ein bisschen leichter. Gibt zwar nur Wasser, aber... Größe, epische Beute. Kopfgeldprämie. So, jetzt will ich mal gucken, wegen dieser Waffe. Wäre eigentlich für ihn geil. Dann hat er nämlich 3 Schüsse. Aber es ist, wie ich befürchtet habe, ja. Ach, das ist echt Mist. 2 Verwendungen pro Mission. Ja, schade. Jetzt nehme ich mal die Waffe. Ja, ich habe doch gesagt, die Waffe. So. Das ist, ich hätte gern hier mehr Slots. Die würde ich gern nutzen. Muss ich die ausbilden? Kommen die erst später mit einem Level-Up? Ich bin mir nicht sicher.
indem du die Boomer-Fähigkeit einarmiger Bandit und ein unverfügbares U-Boot upgrade. Okay, das Upgrade gibt's noch nicht, ja? Das wäre natürlich schon geil. Let's go! Dann gehst mal. Noch gibt's ja die Runden nicht hier. Dann gehen wir mal beide vor die Tür. Er geht vor. Sie geht dahin. So, jetzt warten wir natürlich eine Runde. Das kostet ja noch nichts. So, let's go. Oder, nee. Das ist aber sowas von eine Falle. Ja, das hast du richtig erkannt. So, hier ist die Falle, das heißt, sie geht dahin. Dann warten wir. Wahrscheinlich muss das nicht nötig, aber... Ja, genau, okay. Und jetzt? Alles klar. Dann wollen wir mal. Okay. Wer den ersten, darf ich anfangen? Ja, das ist ja fantastisch. So. Ich würde gerne hier das Ding abschießen. Ich frag mich, wie das... Wo muss ich treffen, damit das ab... Muss ich da jetzt gegenschießen? Fällt das dann runter? Weil hier funktioniert das nicht. Ich könnte ja vielleicht... Mit einem Superschuss. Beides treffen. Ginge das? Warte mal. Wenn ich. Ich glaube, das wird nicht klappen. Warte, ich probiere mal. Das wollte ich genauso. Die Deckung habe ich auch getroffen. So. Ich kann nichts mehr machen. Aber er macht jetzt was Geiles. Und zwar. Geht er hier in Deckung und dann schmeißen wir mal die Granate richtig schön da in die Mitte. Oh, drei Leute auf einmal. So gut. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, dafür jetzt einen Bonus zu bekommen. Ja. Ein von drei. Verschrottete Gegner mit herabfallenden Objekten. Na, ja, dann müssen wir jetzt wieder auf die nächste Falle gehen. Wenn ich das richtig sehe. Upp. Und er geht da ein. Okay, Falle löst aus. Düpp, düpp, düpp. Da ist die nächste Möglichkeit und da ist auch eine Möglichkeit. Das heißt... Wir wollen das ja so spielen. Und er fängt an, dass wir den Bonus kriegen. Schießen wir erstmal das ab. Nummer 1. Jetzt hat er eigentlich ja noch einen. Nee, warte, ich denke, er darf nochmal. Ach, das zählt nicht, weil er nicht... Ah. Warte. Nice. Sehr, sehr gut. Hahaha. So, das Goldsäckchen wollen wir mitnehmen und sie muss einmal nachladen. Dann kann sie den abschießen. Und er hier holt sich mal das Säckchen. Und Scheiße, ich dachte, ich darf noch was machen. Das war dumm. Au. Nein, das der hat ja noch... Ah, oh, das war auch wieder sehr dumm.
Oh, das war gut, dass er sehr dumm ist. Da habe ich jetzt ein bisschen... Das war nicht so smart. Hin. So. Und dann müssen wir... Ja, welche Tür nehmen wir jetzt? Ist in einer Tür noch ein Geheimnis? Wir haben ja keine Zeitangabe gerade hier, deswegen können wir auch gut warten. Und sie geht dann mal hier rüber. Gehen wir erstmal links lang und dann gucken wir dann nach rechts. Ich glaube, genau, rechts ist der Ausgang, wird der hier angezeigt. Dann schauen wir uns erstmal den hier an. Dann warten wir noch eine Runde. Ah, hier ist ein Superschatz. Den nehmen wir doch mit. Sehr gut. Und dann zurück. So erfolgreich. So. Ist jetzt noch Ärger? Nö. Upp. Und upp, kommt nicht ganz richtig an. Jetzt. Ach. So. Haben wir Wasser gesamt. War, habe ich wieder irgendwo was liegen lassen? Wo? Wo ist da noch Beute? Da ist noch eine Tür. Ah, aber warte, da komme ich ja nicht wieder hoch. Da hätte ich früher dran denken müssen. Da komme ich nicht mehr wieder rauf. Ja, doof. Ja, müssen wir jetzt leider durch, dann ist das halt so. Ja, die zweite Waffe habe ich auch noch, aber die habe ich mir jetzt aufbewahrt. So wie das halt meistens ist, dann braucht man sie am Ende. Hat man sie gar nicht abgefeuert. Oh, nice. Nächste Stufe. Was haben wir denn? Wenn du dich während des aktuellen Zuges nicht bewegst, was du hast, verursachen deine Angriffe plus 1 Schaden. Das ist auch gut. Und was gibt es bei ihm Schönes? Deine Angriffe verursachen plus 1 Schaden, wenn du mindestens 3 Gesundheit verloren hast. So. Das soll ja möglichst nicht passieren. So, und was haben wir jetzt hier drin? Wasser. Ja, das war ja... Oh, 95 Galleonen. Galleonen, nicht Galleonen. Das ist gar nicht schlecht, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, uns wirklich ruhigen Gewissens jemanden zu rekrutieren. Oh, da, guck mal. Was haben wir denn hier Feines? Nochmal 4 Wasser. Da müssen wir uns jetzt einmal ausruhen. Bob. Typisch deutsch, immer am Sparen, selbst in Games. Ja. Ja, so sind wir, ne? Ich habe jetzt aber so gerade in dieser Runde so 1-2 Fehler gemacht. Und das ist jetzt ja die normale Schwierigkeitsstufe. Was ist das denn hier? Jetzt können wir ja immer schlafen. Oh, wir können hier richtig geilen Scheiß kaufen, Leute. Wir können eine zweite Waffe kaufen. Ne, warte mal, das ist eine andere Waffe. Ah, erhöht die Schiffsgesundheit. Das ist das Maschinengewehr. Kann nicht unter Wasser. Aber das, davon haben wir, glaube ich, schon eins, ne? Kann ich denn mehr als eins ausrüsten? Und das hier ist dann für unter Wasser, oder wie? Doch, kann auch nicht unter Wasser. Okay, davon habe ich noch... Kann ich beide ausrüsten? Das müsste doch eigentlich hoffentlich gehen, weil wenn ich das austauschen würde, wäre ich aber sehr beleidigt. Wert 15... Oh, jetzt haben wir richtig Asche, ne? Jetzt können wir richtig tolle Sachen kaufen. Das sind hier verbesserte Waffen.
Wobei mein Gefühl nicht ist, dass sie jetzt so viel besser sind als die, die wir haben. Also als Beispiel mal das Sniper-Gewehr hat mir das schon angeguckt. Okay, das macht standardmäßig 3 Schuss. Ist natürlich jetzt im Zweifel lebensrettend, weil wir dann die Bots mit 3 Lebenspunkten mit einem Schuss platt machen können. Klar, kann natürlich schon ein bisschen was bringen. Und als Zweitwaffe, die andere ist diese hier, für den anderen Typen. Meine ich. Ja. Ach, das ist das mit der Salve. 3 Geschosse. Das bedeutet auch vielleicht, wenn der Gegner schon mit der ersten Salve, also wenn er Salven macht, 3 Salven, ein Schuss, und ich habe jemanden vor mir, der noch einen Lebenspunkt hat, dann fliegen die anderen 2 Geschosse wahrscheinlich weiter. Und wenn dahinter jemand steht, könnte ganz, ganz passabel funktionieren. Und hier ist es natürlich ein bisschen enttäuschend, weil da kann man immer nur eine Sache ausrüsten. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube fast, wir rekrutieren uns erstmal jemanden. Aber das entscheiden wir dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben, das ist SteamWorld Heist 2. Ein Spiel, was ich persönlich einfach sehr lieb hab. Weil ich habe den ersten Teil gespielt und das war eine schöne Reise. Und der zweite Teil ist genauso cool. Das merke ich direkt. Vielleicht für euch ein kleiner Tipp. Also ihr könnt euch das auf Steam auch kaufen, aber es müsste eigentlich auch auf Switch gehen. Ich finde, das ist auch ein perfektes Switch-Spiel. Oder so Steam Deck, je nachdem, was ihr so habt an mobilen Geräten, weil man das richtig cool so unterwegs in der Bahn oder abends oder so im Bett noch zocken kann. Dafür ist das Spiel ideal, aber es geht natürlich auch einfach am PC. Ich finde es aber so ein bisschen verschenkt. Es ist ein so richtig schönes, perfektes Ich bin unterwegs mit meiner Switch-Spiel. Schreibt mir mal gerne, ob das was für euch ist, ob euch das gefällt. Ob ihr das vielleicht sogar schon kennt. Das war's von mir und von SteamWorld Heist 2. Vielen lieben Dank. Macht's gut, Leute.